Zu Beginn der Woche haben wir den DAX ein bisschen im Seitwärtsmodus gesehen. Schwache Vorgaben aus den USA in der Vorwoche haben der Angst vor einer konjunkturellen Abkühlung neue Nahrung gegeben. Die Anleger blieben insofern ein bisschen in Deckung und zudem hatten wir natürlich auch eine ganze Menge an Impulsgebern, die auf der Agenda diese Woche standen. Zum einen das Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Hier wurde die erste Zahlung der Hilfstranche an Spanien abgesegnet in Höhe von 30 Milliarden Euro. Die soll bereits im Juli parat stehen. Zudem wurde der Regierung in Spanien mehr Zeit gegeben bei der Konsolidierung des Haushaltes. Überraschend positiv diese Woche fielen die Industriedaten aus Europa aus. Mit Ausnahme Frankreichs, hier haben wir ein stärkeres Minus als erwartet. In England und Italien wiederum haben wir genau das spiegelverkehrte Bild. Hier haben wir einen Plus, obwohl wir auch mit einem Minus gerechnet haben. Und auch die deutsche Industrieproduktion kann ein ordentliches Plus vorweisen. Aufsehen erregt unterdessen die Mitteilung des italienischen Ministerpräsidenten Monti, der Hilfszahlungen aus dem Euro-Rettungsfonds für sein Land nicht mehr ausschließt. Positiv hingegen wurde aufgefasst von den Investoren die angekündigten Sparmaßnahmen aus Spanien. Dazu zählen Kürzung des Budgets, Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie Privatisierung von Staatsbetrieben. Das zur Wochenmitte veröffentlichte FOMC-Sitzungsprotokoll war hingegen nicht nach dem Geschmack der Anleger. Vor dem Hintergrund der schleppenden Konjunktur in den USA hatten wir erwartet, dass es hier zu Geldlockerungsmaßnahmen kommen würde, wurden allerdings enttäuscht. Hier gibt es keine Spur davon. Und in der Folge legten die Aktienmärkte dann einen Rückwärtsgang ein. Ja, und trotz mittelprächtiger Zahlen aus China kann der deutsche Leitindex heute am Freitag ein leichtes Plus vorweisen. Hier gab es ein Wirtschaftswachstum von 7,6% im zweiten Quartal, die niedrigste Zahl in 3 Jahren. Zudem gab es heute die Herabstufung Italiens durch die Ratingagentur Moody's. Aber auch das hat sich nicht belastend auf den DAX ausgewirkt. Ja, man hofft natürlich jetzt auch auf Maßnahmen durch die zweitgrößte Weltwirtschaft, also China, die Konjunktur weiter anzukurbeln, als Antwort auf diese schwachen Wachstumszahlen. Auf Wochensicht kann man dann sagen, hat sich der DAX im Sägezahnmodus präsentiert. Zwischen 6.350 und 6.500 Punkten hat sich das ganze Kursgeschehen hier abgespielt. Und jetzt heute am Freitagmittag liegen wir am oberen Ende dieser Spanne. Vielen Dank.